Moin Moin, herzlich willkommen bei Mike Sponsor and More. Ich habe schon seit längerer Zeit für eine Bewässerungsmöglichkeit oder überlegt, wie ich das am besten hinbekomme auf dem Balkon. Da ich da keinen Stromanschluss habe und auch keinen Wasseranschluss habe. Und da hat mich der Sandro auf eine gute Idee gebracht. Und zwar gab es in einem Discounter eine kleine Solarbewässerungsanlage. Und die wollte ich heute mal mit euch zusammen auspacken. Und euch ein bisschen was dazu sagen und zeigen, was da alles in dem Karton drin ist. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt und wir packen das gute Stück mal zusammen aus. Das ist ein Solarbewässerungssystem für bis zu 20 Pflanzen geeignet für den Außenbereich. Klingt ja schon mal gut, genau das, was ich brauche. Wir gucken jetzt mal in den Karton rein. Ich packe erstmal alles aus. Und dann schauen wir uns die Sachen mal einzeln an. So, hier haben wir einmal eine Beschreibung. Sogar auf Deutsch, also perfekt. Dann haben wir hier das eigentliche Modul. Da ist, sind hier vier Solarpaneele und in der Mitte ist eine Pumpe verbaut. Hier haben wir eine Einstellmöglichkeit für verschiedene Intervalle. Das ist ganz praktisch, kann man mehrmals täglich machen. Man braucht keinen Strom. Dann haben wir hier einen Schlauch. So ein ähnliches System wie das von Gardena oder andere No-Name-Produkte, die es da noch auf dem Markt gibt. Dann schaue ich mal, was wir hier noch so haben. Irgendwo sollte auch noch. Ich mache das mal auf. Hier haben wir also unterschiedliche Verteiler, Winkelchen. Tropfhähne, wie gesagt, für bis zu 25 oder 20 Pflanzen soll das Ganze geeignet sein. Wäre für meinen Balkon genau perfekt, da ich da ja einige Bäumchen noch auf dem Balkon habe, nicht im Garten. Das wird dann so in Reihe und Glied geschaltet oder gesteckt. Hier haben wir noch ein Tütchen, da sind verschiedene Stecker drin, die man in den Blumentopf, Baumtopf, was auch immer, reinsteckt. Ich denke mal, so in der Art wird es gemacht. Das gucken wir uns dann gleich nochmal in der Realität an. Und dann kann das schön auf die Bäume, Blumen, Pflanzen, was auch immer ihr bewässern wollt, drauf tropfen. Schauen wir mal, ob wir hier noch was haben. Ja, hier sind in der Tat noch ein paar Akkus drin, wenn mal keine Sonne scheint, damit es trotzdem funktioniert. Und wir haben hier noch einen, ja, zum Ansaugen, der in der Tonne hängen wird. Also bei mir ist es kein großer Eimer, sondern eine grüne Wassertonne. Da wird das Teil dann unten drin hängen. Wird hier an das Modul angeschlossen. Und der zweite Schlauch geht dann in Richtung Bäumchen. Ja, macht einen sehr wertigen Eindruck. Coole Sache. Wir werden es uns dann mal in der Realität anschauen. Ja, schönes Ding. Mal schauen, ob es funktioniert. Wie gesagt, ich habe nicht alle Bäume im Garten, sondern auch einen Teil auf dem Balkon und da ist man auch mal, kann man die Bäume auch mal ein Wochenende alleine lassen, sich selbst versorgen lassen. Und ich denke mal, das wird ganz gut funktionieren. Aber das zeige ich euch dann nochmal genau. Jetzt wollen wir das Ganze mal in die Tat umsetzen. Ich habe mir hier das Plätzchen rausgeguckt. Dort werde ich das Modul hinstellen. Wir haben hier Südseite. Das heißt, es soll immer schön Sonne drauf gehen, wenn sie denn scheint. Und dann werde ich den Ansaugschlauch mit dem Ansaugstutzen
in dieses Fass hier hin. Das kommt gerade im Auto. Das ist ziemlich schwer, das heißt, es hängt jetzt bis zum Boden. Hier schließe ich den Schlauch an den Eingang an. Und dann haben wir den zweiten Schlauch. Den schließen wir an den Ausgang an. So. Und jetzt werden wir mal testen, ob es denn funktioniert. Ich habe jetzt erstmal so 5-6 Bonsais bestückt zum Testen. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Sieht ganz gut aus. Es tropft jetzt zumindest schon mal überall. Und jetzt wollen wir mal testen, welche ideale Einstellung man macht, dass es sich auch lohnt, dass nicht nur ein Tropfen den Stein hüllt, sondern viele Tropfen die Wurzel befeuchten. So, ich habe jetzt eine gewisse Zeit laufen lassen, habe mich für die Einstellung entschieden, zweimal täglich, je 10 Minuten, und ich denke, das sollte erstmal reichen so. Natürlich ersetzt das Ganze nicht das tägliche Gießen, aber wenn man mal so ein Wochenende unterwegs ist oder mal keine Zeit hat, dann tut das zumindest das Nötigste, dass die Wurzeln ein bisschen feucht bleiben. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. So für Balkon oder Terrasse ist das also bestens geeignet. Träufelt so schön vor sich hin. Ja. Kann ich empfehlen, das Teil für ein kleines Geld erfüllt es seinen Zweck. Ja, das soll jetzt auch schon soweit gewesen sein. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt einfach die Glocke, lasst ein Abo da, Daumen nach oben wäre klasse. Und bis zum nächsten Video, dann macht's gut, passt auf eure Bäume auf, euer Mike.